bin Peppa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Ein Ausflug mit dem Eisenbahn. Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug mit dem Deutsche Bahn. Kinder! Achtung, ihr Schlampen. Hör mir sofort zu. Bevor wir mit der Eisenbahn fahren, müssen wir sehen, wo hier fehlt. Marcel Davis und Kilian Reichert. Hallo, Marcel Davis. Hallo. Luisa und Linus Löffel. Hier. Luzi Locke. Nerv nicht. Andreas, der Psychopath. Nein, er dreht ich. Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Prinzessin Holly. Hallo, Ben. Pedro Lombardi. Pedro Lombardi ist nicht da. Entschuldigung. Nerv nicht. Pedro Lombardi, wenn du 5 Minuten langer Fortnite zocken würdest, dann waren wir schon gar nicht mehr da. Entschuldigung, Madame Gazelle. Alter, ernsthaft, halt's Maul. Jetzt renn so schnell wie Sonic, sonst fahrt die Deutsche Bahn wieder. Alles einsteigen. Frau Mümmel ist die Bahnführerin. Volle Kraft voraus, raus. Wiedersehen. Jetzt hört mir sofort zu, sonst mach ich eure Eierplätt. Heute machen wir einen Ausflug zu meinen Heimatstadt Kopenhagen. Hurra! Habt ihr Johann beschissen Brot seid dabei? Ja, Madame Gazelle! Madame Gazelle? Halt dein Scheißphrase, sonst schmeiß ich dich in die Molten. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Ein Arschkrause. Ich hab einen Backfisch. Komm, wir gehen jetzt heim und rate mal, was du lutschst. In der Öffentlichkeit benutzen wir keine heftigen Worte, ihr Kägnerin. Luzi hat gesagt. Glaubst du, ich hab kein Leben? Peppa hat gesagt. Mann, ich bin der fröhliche Kennfetzer. Ihr wollt wohl nicht necken, Mark. Hier geht es so viel zu sehen. Wenn ihr noch einmal heftige Worte benutzt, schmeiß ich euch raus. Ja, Madame Gazelle. Der Deutsche Bahn ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts! Bahn! Du schaffst das! Vorwärts! Bahn! Hurra! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Jetzt sind wir in Dänemark. Oh! 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 Wer spricht da? Hast du noch nie was von Ekos gehört? Was ist mein Echo? Halt dein Schnauz und frag nicht immer nach Ekos. Jetzt zeig ich dir, was hier Echo heißt. Pass auf! Nein, ihr tritt ich! 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 Halle! No, God! No, God, please, no! No! No!